Video. Und zwar wollte ich euch meine 5 schönsten Weihnachtsfilme vorstellen. Auf Platz 1 ist ganz oldschool eine VHS-Kassette, die ich mir immer zu Weihnachten angucke. Die Schöne und das Biest, der Weihnachtsfilm. Und ja, da geht es einfach darum, dass Belle Weihnachten feiern will mit einem Baum und Geschenken. Und das Biest ist an nicht so begeistert von. Und die böse Orgel, die ja im richtigen Schöne und das Biest nicht vorkommt, die hat auch noch so ihre Pläne. Aber wahnsinnig schön und ist halt Disney, also ganz, ganz toll. Dann der nächste Film ist Tatsächlich Liebe. Den kennen wir, glaube ich, alle. Der wird jetzt auch gerade nochmal neu in die Kinos kommen als deutsche Version. Aber da kann man mich irgendwie nicht so mitlocken. Aber ich finde das einfach ganz toll, so die verschiedenen Pärchen zu zeigen und die verschiedenen Geschichten. Und ach, einfach sehr, sehr schön. Vor allem Andrew Lincoln, wir kennen ja alle das Bild, wo er da PS, ich liebe dich oder sowas hochhält. Das ist so romantisch. Dann ein lustiger Film aus Deutschland, Die zwei Weihnachtsmänner mit Bastian Pastewka und Christoph Maria Herbst. Der Film ist einfach wahnsinnig lustig. Das sind, glaube ich, 2 Spielfilme zusammen oder 2x1 Stunde. Und den kann man sich gut über die Feiertage angucken. Und der ist einfach wahnsinnig lustig, wie die da versuchen von, keine Ahnung, Tschechien oder so wieder nach Berlin zu kommen zu ihren Familien. Und natürlich Christoph Maria Herbst als krummeliger Typ und Bastian Pastewka als trotteliger Typ, also passt einfach super gut. Dann ein etwas älterer Film, den ich aber seit meiner Kindheit total liebe, ist Das Wunder von Manhattan, wo so ein alter Mann sagt, er wäre der Weihnachtsmann. Natürlich glaubt ihm niemand außer ein kleines Mädchen und das ist einfach, oh, es geht richtig ans Herz, der Film. Den musste ich mir eigentlich mal wieder angucken, das habe ich lange nicht getan. Und der letzte ist wieder ein lustiger Film und den haben wir, glaube ich, alle schon so oft gesehen. Und das ist Kevin allein zu Hause, weil Macaulay Culkin einfach super lustig ist. Ich glaube, der kam letztes Jahr gar nicht im Fernsehen, was mich total geschockt hat, weil ich mich wirklich darauf gefreut habe. Und wenn der dieses Jahr wieder nicht kommt, dann muss ich mir wohl irgendwie die DVD holen oder mir das irgendwo anders angucken, weil Kevin allein zu Hause gehört einfach zu Weihnachten. Ja, das waren meine 5 Weihnachtsfilme. Was schaut ihr euch denn immer so zu Weihnachten an? Und schaltet wieder ein und lest weiter bei meinem Blogmas. Tschüssi!